20. Der weiße Diener hat den Schüler mehr Sorgfalt zu sehen. Die weiße Perle hat ein Geld aus dem Unterschein des Erhobens, macht es richtig. Rückt sich dann der Spiegel durch das Erhobens, sammelt es richtig. Und da ist ein Ding, was an der Oberfläche ist. Das nass. Rückt sich dann der Finger durch die Oberfläche, weil das nass hier stehen und nicht mehr oben. Es soll schaden, weil das neu ist. Kannst du zwar nicht stehen, es soll wahr sein. Wir stehen um dich herum, was für während der Träumung ist. Du kannst nicht was in deinem Koross Thank you.
sollten jetzt fliegen. Komm.
Thank you.
konzentrier dich. Die Hotline muss hinter dem Postraum sein. Alberto Tomasi, Kommunikationsleiter. Das Zischen hat ihn erwischt. Okay, nehmen Sie das runter. Die Lage in Kuba wurde von den zuständigen Behörden bewertet. Die mysteriöse Krankheit, von der die Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna betroffen waren, wurde durch Schallwaffen in den Händen einer ausländischen Macht verursacht. Zahlreiche Mitarbeiter der Botschaft erlitten Schäden am Innenohr, aber die meisten werden voraussichtlich vollständig genesen. Natürlich wurden auch ihre Zellwände beschädigt. Aber ob das an einer dummen Lärmkanone lag? Gott sei Dank haben die Ärzte dort sie nicht untersucht.
Ehrlich gesagt, wie hoch stand die Chance, dass ein gewandeltes Objekt in einer US-Botschaft auftaucht? Glück gehabt, was? So viel einfacher zu... Hey, nimmst du etwa immer noch auf? Die mysteriöse Krankheit, von der die Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna betroffen waren, wurde durch Schallwaffen... Die Hotline muss nahe sein. Ocean View Motel und Casino. Traumlogik. Der Lampenzugschalter. Die Tür mit der schwarzen Pyramide. Waren wir hier schon mal? Nein. Ich habe in billigen Motels im ganzen Land übernachtet. Unterwegs, heimlich, auf der Flucht. Das fühlt sich an wie alle von ihnen. Wie etwas, das man aus einem Traum kennt. Hallo? Ist da jemand? Eine schwarze Pyramide auf dem Schlüssel. Thank you.
Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach, unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Braucht ein Team, mein Management-Team. Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich, manche sogar besser. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall, Marshall besonders, meine Einsatzleiterin. Sie versteht mich, weiß, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Ich habe die Hotline. Ich kann Trench anrufen. Oder ihn zumindest hören. Er ist wie ein Echo. Ein Echo. Etwas kommt. Das Flüstern wird lauter. Der schlimmste Wintersturm in der Geschichte der Behörde. Die Strafe für meine, für unsere Sünden. Es könnte die Behörde zerstören. Alles, was ich aufgebaut habe. Mich. Ein Netz wurde gesponnen, hat diesen Ort gegen mich gewandt. Ich sehe es im Augenwinkel. Gerade nicht greifbar. Es ist clever. Ein perverses Versteckspiel. Ist es Teil eines Angriffs? Die Fakten und meinen Blick verschleiern? Schwer zu sagen.
brauche Antworten. Ich habe nichts von Darling gehört, meinem Freund und engsten Verbündeten. Ich fürchte, ich habe einen schlimmen Fehler gemacht. Was er erforscht, ist eine Gefahr für uns alle. Es ist meine Pflicht als Direktor, die Behörde zu schützen. Es wird schwierig. Was geschehen ist, ist geschehen. Fantastisches Denken ist nötig zum Überleben. Schmerz und Leid sind obligatorisch. Um Dinge zu ändern, muss man sich selbst brechen. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu habe. Ich bin alt und schwach. Meine Hände zittern. Ich verliere die Kontrolle. Klingeling, Dr. Darling am Apparat. 1978 hörte eine Praktikantin in der Kommunikation die Hotline läuten und antwortete. Sie verletzte dadurch alle gültigen Sicherheitsvorschriften. Sie hat sich nie erholt und die zahlreichen Zeugen brauchten intensive seelische Verdrängungstherapie. Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach, unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Unser ganz eigenes Ouija-Brett. Nur der Direktor darf den Hörer abnehmen und was er hört, das bleibt geheim. Und mit wichtigem Wissen. Ich muss zurück zu Emily. Heftig, wenn ich von dir erzähle. Ist es zu früh, um es Emily zu sagen? Sie könnte helfen. Erinnerung, wenn Sie eine unvorhergesehene Raumverschiebung erleben, befolgen Sie diese einfachen Schritte. 1. Durchsuchen Sie den Raum nach verwandelten Objekten oder Objekten der Macht.
Jesse, hast du die Hotline? Wie ist es da draußen? Kommunikation? Das Zischen? Ach, sorry, ich bin nur froh, dass du da bist. Emily? Lass uns reden. Natürlich. Ich habe die Hotline. Ich verstehe nun, was Trench sagt. Unglaublich. Was sagt er? Er sprach über sein Management-Team. Leute, die die Geheimnisse der Behörde kannten. Dein Boss, Darling, Tomasi. Aber den hat das Zischen erwischt. Salvador? Er ist der Sicherheitschef. Und Marshall? Helen Marshall ist die Einsatzleiterin. Sie ist zäh, ex-CIA. Sie ging mit ihren Rangern in den Forschungssektor, um die HAV-Produktion zu sichern. Sie kam nicht zurück. Jemand, der uns helfen könnte. Die anderen Sektoren. Wie komme ich dahin? Das ist unmöglich wegen der internen Quarantäne. Als Direktorin kannst du sie aufheben, aber das geht nur vom Wartungssektor aus. Normalerweise verbindet der Sektorenlift alle Sektoren, aber solange die Quarantäne wirksam ist, funktioniert er nicht. Wir haben bereits eine Quarantäne überwunden. Vielleicht finde ich einen Weg. Jesse, schau mal, du kamst ohne Training in diese extreme Situation und schlägst dich phänomenal gut. Und das Zischen kann dir scheinbar nichts anhaben. Also, ich würde liebend gern ein paar Tests mit dir machen. Wenn du einverstanden bist, natürlich. Vielleicht finden wir etwas, das uns helfen könnte. Tests? Ich weiß nicht. Sie könnte dich entdecken. Aber ich würde auch selbst gerne mehr verstehen. Okay. Wenn du denkst, dass es hilft. Spitze, ich suche in der internen Dokumentation nach Wegen, die Quarantäne zu umgehen. Wir müssen diese Sektoren öffnen, um Darling und Marshall zu finden. Und ich suche einen Weg in den Wartungssektor. Je schneller wir einen finden, desto schneller kann ich die Quarantäne aufheben. Hast du das? Singt er? Gesang? Grindas kommt es aus dem Aufzug. Wie denn? Während der Quarantäne kriegen wir doch keine Ausrüstung. Thank you.
aus der Forschung. Danke. Guck mal, was du hier findest. Kannst. Computer, Dokumente, alles an Messgeräten, was du finden kannst. Wenn du Pope unterstützt, erntest du bei Darling sicher Pluspunkte. Wochen sah ich den Trench von Aufsicht. Die Krise steht richtig wütend. Selbst für das Älteste raus. Das Zischen manipuliert. Hi, Jesse. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid. Diese Werte sind. Es heißt, Trench wurde erschossen. Die Lage verschlimmert sich. Vor ein paar. Wochen sah ich, wie Trench und Darling sich stritten. Trench war richtig wütend. Sei nicht albern. Was hätte der Musterknabe der Behörde davon, den Boss zu töten?